Es ist wieder mal ein Großereignis. Jedes Jahr im Spätsommer treffen sich in München Hochbrück die besten Schützen des Landes. Gefragt und gefordert sind Präzision und Konzentration bei den deutschen Meisterschaften im Sportschießen. Die Münchner Schießanlage ist ja 1972 gebaut, ist die weltweit größte Schießanlage, ist die weltweit auch modernste Schießanlage in dieser Größenordnung. Aus dem Grund, Besitzer ist der Bayerische Sportschützenbund, sind wir hier immer wieder als Gast jedes Jahr, um diese Wettbewerbe durchzuführen. Die Deutsche Meisterschaft im Sportschießen ist ein Event für alle Altersklassen. 6.083 Teilnehmer, vom Jugendlichen bis hin zum Senior in rund 230 Disziplinen. Damit zählt sie zu einem der größten Sportevents der Welt. Besonders ist das für jeden einzelnen Schützen. Es gibt nicht sonderlich viele Frauen, die diesen Skisport betreiben, denke ich. Und es ist auch immer spannend, wie die Leute darauf reagieren, wenn du erzählst, du bist Schützin und du schießt Trapp und was ist das eigentlich genau? Ob groß oder klein, Breiten- oder Spitzensportler, ob mit Gewehr, Pistole oder mit Flinte, gekämpft wird um jeden Ring. Manchmal schaffen es mehrere Familiengenerationen, sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Vom Enkel bis zu den Großeltern. Dass wir uns als Familie verstehen, die gegenseitig auch dann für sich da ist und gegenseitig auch den Sport betreibt und freundschaftlich betreibt, macht uns hier im Gegensatz zu vielleicht manch anderen Sportarten etwas Alleinstellungsmerkmal. Ein Highlight für die Nachwuchssportler ist dabei das RWS Shooty Cup Finale am Donnerstag, den 24. August, welches in der Luftgewehrhalle durchgeführt wird. Dann stehen die Nachwuchsschützen Seite an Seite mit Topschützen. Noch bis zum 27. August wird die Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück Schauplatz der deutschen Meisterschaft im Sportschießen sein.